Wenn es ans Geld ausgeben geht, dann sind wir natürlich immer ganz, ganz schnell dabei, uns neues Equipment zu kaufen. Die neuesten Kameras, die neuesten Objektive, irgendwelche Gadgets, die wir nicht brauchen. Da, wo wir es eigentlich wirklich investieren sollten, tun wir es selten. Darum habe ich gedacht, ich gehe heute mal eine Liste durch an den Top-Sachen, in die ich Geld investiere, um mich und mein Unternehmen und meine Fotografie voranzubringen. Punkt 1, und das ist etwas, was man sich nie sparen kann und was immer besser wird, je mehr man dafür ausgibt, ist, in sich selbst zu investieren, im Sinne von schneller lernen, neues Lernen. Wie geht das, wenn ich Geld ausgebe? Naja, ganz einfach. Ich kann mir Bücher kaufen, ich kann mir Online-Trainings kaufen, ich kann zu Workshops gehen, ich kann mir Coachings und Mentoren mit Experten suchen, die mir weiterhelfen. Das heißt, wenn ich von heute auf morgen beschließe, ich möchte Basketball lernen, dann würde ich mir mal 2, 3 Bücher über das Thema kaufen, die konsumieren, einen Coach checken, also jemand, der das schon kann und der mir das beibringt und den dafür bezahlen. Dann werde ich dieses Skill, nämlich das Basketballspielen, 10-mal schneller lernen als irgendjemand, der sich nur YouTube-Videos anschaut und gelegentlich halt mal im Basketballcourt geht, um selber ein paar Bälle zu werfen. Werde ich ihm einfach überholen können, weil ich mein Geld richtig investiere. Das heißt, mein Top-Nummer-1-Tipp, was ihr machen könnt, um euch, eure Brand, euer Unternehmen, eure Fotografie voranzubringen, ist, in Wissen zu investieren. Punkt Nummer 2, was man auch viel zu selten macht, ist, dass man sich selbst feiert, dass man zelebriert, was man erreicht hat, dass man Geld ausgibt, um festzuhalten, wo man ist, ein Fotoshooting, ein Restaurantbesuch, ein Urlaub, irgendetwas, das einem gut tut, damit man dann zurückdenken kann, ah ja, wie ich diese Prüfung geschafft habe, dann sind wir nach Athen geflogen oder kannst du dich noch erinnern, wie wir essen gegangen sind zum Geburtstag von der Mitzitant oder an unser großartiges Maternity-Shootings, wo man einfach Erinnerungen auf Lebzeiten hat. Das sind Sachen, in die man wirklich investieren kann. Weil das Schlimmste, was passiert, die Zeit vergeht dermaßen schnell und man erinnert sich nicht mehr dran. Und es geht alles so schnell verloren und gerade das Materielle. Und das Coolste, in was man investieren kann, sind Experiences, also Abenteuer, Sachen, die für immer bleiben, Erinnerungsstücke. Und das ist zwar jetzt nicht die klassische Empfehlung, um die Fotografie festzuhalten, aber wenn man sich dann mal anschauen kann, seine Ahnengalerie von allen Steps, die man erreicht hat, die Meisterprüfung, mein erster Kunde, mein erster wiederkehrender Kunde, all das, wenn man sich daran erinnern kann und entsprechende Erinnerungen festgehalten hat in irgendeiner Form, das zahlt sich tatsächlich aus, weil das motiviert auch, wenn man nach vorne schaut, um die nächsten Steps zu machen. Und dann gibt es natürlich etwas, in was die meisten Selbstständigen wenig investieren, bis gar nichts investieren, weil wir sind ja selbst und ständig und dauernd auf Achse, nämlich unsere Gesundheit. Und da gibt es dieses goldene Dreieck an Bewegung, Schlaf und Ernährung, die es wirklich ausmachen. Ich erinnere mich noch an Zeiten zurück, wie Studentenzeiten, da hat man nichts schlafen müssen, da hat man einfach irgendeinen Müll essen können und trotzdem ging es einem gut. Wenn man dann so ein bisschen ins gesetztere Alter kommt, wird es immer kritischer, dass man sich gesund ernährt, rechtzeitig schlafen geht und sich auch ein bisschen bewegt, damit man einfach die Energie, die Freude und den Elan mitbringt, um meine Kunden zu begeistern und um meinen Job auch mit gutem Gewissen machen zu können. Ich möchte nicht bei irgendeinem Kunden aufschlagen, wo ich den ganzen Tag Shooting gebucht bin und um 10 Uhr mir denken, Gott, ich hoffe, das ist bald vorbei, ich kann nicht mehr. Also ich möchte wirklich auch noch am Abend voll frisch da sein, um meinen Kunden die beste Experience bieten zu können, um allen, die porträtiert werden müssen am Tag, falls das ein Firmenshooting ist, genau die gleiche gute Qualität bieten zu können. Und dazu bedarf es Energie, Ausdauer und einer gesunden Lebenseinstellung. Und das ist natürlich auch eine Sache, wie man beim Kunden ankommt. Wenn ich da um 9 Uhr früh aufschlage und einmal eine Zigarette rauche und mir einen Red Bull reinpfeife, wird das vielleicht nicht den tollen Eindruck machen, wenn ich frisch ausgeruht hinbekomme und fröhlich bereit bin, den Tag zu starten. Ja, also das ist schwierig. Es ist ja natürlich auch, wir sind in einer sehr oberflächlichen Welt zu Hause. Wir machen Fotos von schönen Dingen meistens, um diese festzuhalten. Wir schummeln, dass sie so schön wie möglich werden. Wir haben Visagisten, Stylisten, Photoshop, alles, was uns da zur Verfügung steht. Natürlich müssen wir unseren Part auch abliefern. Ja, ich kann nicht auf einer Hochzeit komplett abgeranzt auftauchen, sondern ich muss halt auch gut ausschauen. Und dementsprechend schaut, dass ihr genug Schlaf kriegt. Schlaf ist nämlich auch großartig, um Stress abzubauen. Ja, da kann man viel verarbeiten und sich ausruhen. Schaut, dass ihr euch gesund ernährt. Das klingt sehr, sehr preacher, sehr, sehr ein bisschen, ich weiß besser, aber inzwischen setze ich mich viel mit dem Thema auseinander. Einerseits meine Frau ist Fitnesstrainerin, andererseits Vorbildfunktion, ich habe eine Tochter und man kommt in das Alter, wo man nicht einfach irgendwas essen kann und am nächsten Tag ist eh schon wieder wurscht. Schaut, dass ihr ordentliches Fuel hier reintut, damit ihr auch entsprechende Leistung bringen könnt. Und der letzte Faktor ist einfach Bewegung. Je mehr ihr euch bewegt, je fitter ihr seid, je mehr Ausdauer ihr mitbringt, umso besser werdet ihr für euren Kunden da sein, umso besser werdet ihr euren Job machen können. Ein weiterer Punkt, den ich euch nur wirklich empfehlen kann, wo man Geld investieren kann und sollte, ist Sicherheit im weitesten Sinne. Und das ist wieder so, dass es am Anfang als Student war einem alles wurscht, da war man unsterblich.
Jetzt wird man ein bisschen überlegter und plant mehr und macht sich auch Sorgen um die nächste Generation. Und da gehören so Sachen hin, wie investiert in einen Steuerberater, schaut, dass ihr eine Versicherung habt für euer Equipment, wenn morgen euer Equipment gestohlen wird und ihr damit pleite seid, weil ihr euch nicht mehr leisten könnt, ein neues anzuschaffen und deshalb euren Job nicht mehr ausführen könnt, ist das natürlich doof. Man schläft viel besser, wenn man eine entsprechende Versicherung hat. Und auch wenn das euer Job ist, eine Betriebshaftpflichtversicherung, falls sich irgendwer bei euch im Studio wehtut von euren Kunden oder so, wäre natürlich nicht verkehrt, wenn man sich an sowas orientiert, anschafft und checkt, weil es beruhigt. Genauso auch wie einfach so ein bisschen ein Ausfallspolster. Wenn irgendwer von euch krank wird, sich den Haxen bricht und deshalb nicht mehr zum Job kann und fotografieren kann für einen Monat, bis man wieder sich bewegen kann, dann wäre es natürlich blöd, wenn man nicht das Geld hat, um dieses Monat zu überbrücken. Das heißt, schaut auch, dass ihr rechtzeitig Rücklagen schafft, um Steuern, Sozialversicherer etc. alles zu zahlen, das wisst ihr eh, aber natürlich auch um schlechte Zeiten zu überbrücken. Entweder weil ihr aus irgendwelchen Gründen ausfällt oder weil einmal die Kunden ausbleiben. Ja, es kommt das Sommerloch, da fahren alle auf Urlaub. Nicht einmal böse gemeint, liegt ja vielleicht gar nicht an euch, die wollen ja mit euch shooten, aber erst in 2, 3, 4, 5 Wochen, wenn der Chef wieder da ist und irgendwas freigibt. Und bis dahin müsst ihr natürlich halt leider weiter Miete zahlen. Das heißt, investiert in eure Sicherheit, Versicherungen, Steuerberater und Rücklagen. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, ist, wenn man mal genug Geld verdient. Also es gibt immer so diese Sprünge. Am Anfang ist man froh, dass man irgendwie überleben kann, dass man sich das Equipment leisten kann, dass man überhaupt einmal die Miete zahlen kann von der Fotografie. Aber wenn man mal diesen ersten Schwall, diesen ersten Schwung überstanden hat und dann beginnt sich zu etablieren und die Aufträge mehr werden und man ein bisschen mehr in den Stress kommt, dann hat man meistens ein bisschen Geld an der Seite, um zu investieren, und zwar sinnvoll zu investieren. Nicht eine neue Kamera zu kaufen, weil mit der kann ich zwar sicher mehr Spaß haben, aber kann ich jetzt weder mehr Geld verdienen, noch bessere Fotos machen? In manchen Fällen schon, aber in 99% der Fällen, ob das jetzt 18, 22 oder 500 Megapixel sind, die meine Kamera mitbringt, werden den meisten Kunden wurscht sein. Ihr müsst halt ein Tool haben, mit dem ihr arbeiten könnt. Das, was ihr auf jeden Fall investieren könnt, wo ihr Sachen einspart, auslagert und euch einen Gefallen tut, Sachen, die ihr nicht gern machen wollt. Eure Website-Wartung, Social-Media-Betreuung, Kundenakquise, Sales, an Rechtsanwalt, den braucht ihr sowieso irgendwann einmal, irgendjemand, der eure Webseite betreut. Also alles, was hier reinfällt, was ihr vielleicht nicht gern macht, das Editing auslagern. Ja? Vielleicht seid ihr nicht, also ich sitze sehr ungern vor Photoshop, ich bin lieber draußen und shoote Fotos und habe mit Menschen zu tun. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich happy bin, wenn irgendwer die Photoshop-Arbeit im Hintergrund abnimmt und diese für mich verarbeitet. Und da zahlt es sich wirklich aus, in gute Leute zu investieren. Ja, und das ist immer so, oh, das kann man nicht leisten auszugeben. Und dann, oh, die machen das nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber es zahlt sich einfach aus. Gerade wenn das Sachen sind, wenn ich nicht Webseiten bedienen könnte und 3 Tage brauchen würde, um eine kleine Änderung auf meiner Webseite zu machen, dann zahlt es sich aus, 1, 2, 3, 4, 500 € in der Hand zu nehmen, um jemand anzustellen, der das in 10 Minuten erledigt. Dann ist es auf meinem Plate, ich kann es abhaken, ich weiß, es funktioniert gut. Wenn es nicht funktioniert, kann ich anrufen und sagen, hey, das funktioniert nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, und ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Und je mehr man delegieren, auslagern, an Professionelle weitergeben kann, umso besser wird es einem im Business gehen. Und ich schimpfe zwar immer, dass man sich nicht, schimpfen ist so ein besseres Wort. Ich sage zwar immer, man soll nicht unbedingt immer die neueste Kamera kaufen, weil man braucht sie nicht. Aber wenn ihr euch Equipment kauft, dann kauft euch gescheites Equipment. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mir mein erstes Stativ gekauft habe. Das war irgendein Billigsdorfer No-Name-Schrottteil. Weil ich mir gedacht habe, naja, Stativ brauche ich so selten und eigentlich mag ich es gar nicht. Ich bin lieber flexibel und bewege mich. Und dann habe ich versucht, mit diesem Stativ ein paar Mal zu arbeiten und habe festgestellt, es funktioniert nicht, weil es einfach schlecht investiertes Geld war. Es war ein super billiges Klumpert, das nie gestanden ist oder das nie gerade war. Und das ist halt genau das, für was ich ein Stativ brauche. Nach langem Hin und Her habe ich mir dann endlich mal ein Gescheites gekauft, ein teures, ein Rieseninvestoren. Ich glaube, 500 € habe ich damals ausgegeben für ein italienisches Markenstativ. Und das hält immer noch. Ja, das habe ich seit 10 Jahren und das funktioniert. Seitdem arbeite ich auch gerne mit Stativen, weil das steht bombenfest, es funktioniert, wie es funktionieren sollte, und aus. Und das ist halt eine Investition, die tätigt man einmal und die hält dann ewig. Nicht wie die neueste Kamera, wo es 3 Wochen später wieder eine neueste Kamera gibt, sondern so ein paar gescheite Anschaffungen. Ein sinnvolles Stativ, ein paar Standardobjektive, mit denen ich immer arbeiten werden kann, einen gescheiten Sunbounce-Reflektor und vielleicht den ein oder anderen super Blitz, mit dem ich arbeiten kann, das zahlt sich aus. Und es zahlt sich aus, einmal den gescheit anzuschaffen und ein bisschen Geld zu investieren, als billiges Klump zu kaufen, mit dem man nicht glücklich wird. Wofür gebt ihr euer Geld aus, wenn ihr als Business denkt, wenn ihr Fotografen und Fotografinnen seid? Was sind Punkte, wo ihr investiert? Lasst es mir einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, eure Version zu hören, und wir sehen uns beim nächsten Mal.